Diesmal wird ein Vierpol untersucht, der zusätzlich auch noch Betriebsspannung braucht. Also ich habe 5 Volt auf die Schaltung gegeben. Wasser und 5 Volt ist also angeschlossen. Dann gibt es einen Eingang, der stammt vom PWM-Ausgang des Mikrocontrollers, geglättet. Und es gibt einen Ausgang, der wird hier von ADC2 gemessen. Da fällt schon mal als erstes auf, Eingangsspannung 0, Ausgangsspannung 5 Volt. So, ich probiere mal ein bisschen. Wenn die Eingangsspannung steigt, fällt die Ausgangsspannung. So, das muss man sich jetzt mal genauer angucken. Ich mache dazu ein Diagramm, was den PWM-Ausgang auf der X-Achse hat und die Ausgangsspannung der Schaltung auf der Y-Achse. So. Ja, hier beginnt es mit 5 Volt. Jetzt fängt die Spannung an zu sinken. Das sieht hier ziemlich linear aus, aber es gibt wohl einen weichen Übergang. Mal sehen, wie es weitergeht. Ich glaube, mit Hilfe dieser Kurve kann man die Schaltung vollständig entschlüsseln, weil es ja auch eine gewisse Einschränkung der Bauteile auf der Platine gibt. Und ich glaube, man kann sogar noch mehr rausbekommen. Da bin ich mal gespannt, wer mir die richtige Schaltung nennen kann und vielleicht noch weitere Parameter dazu. Danke für die Aufmerksamkeit.